Moin Leute, herzlich willkommen zu meiner ersten Folge von Paluten testet Maps auf seine ganz eigene Weise. Leute, heute spielen wir One Block Lucky Block. Lucky Block One Block erweitert deinen Lieblings-Skyblock-Modus. Ja, Welt erschaffen bitte. Und da sind wir. Ich sehe den One Block, aber wo sind die Lucky Blocks? Ja, ich schlag jetzt hier einfach mal drauf. Oh, ich habe Eis, eine Eisenaxt, Peinigung, Verbrennung. Sehr nett, danke. Oh, zu welcher Insel gehen wir denn als erstes? Im besten Falle irgendwo, wo es Holz gibt, ne? Aber nicht zu diesem Tempel. Da hinten ist ein Haus, aber hier rechts auch. Warte mal, und vor allen Dingen sind da super viele Ressourcen. Seht ihr das? Schauen wir mal. Erstmal baue ich hier ab. Oh, guck mal. Ich habe einen Lucky Block. Das habe ich gar nicht bemerkt. Wow. Ein Bücherregal? Kabeljau? Oh nein. Tschüss. Oh Mann. Der wird mich angreifen, der Eisbär, oder? Nicht mich angreifen, okay? Wir sind jetzt zu zweit hier auf der Insel. Als ob, ich habe 14 Diamanterz. Damit kann ich aber noch nichts machen. Ich brauche eine Spitzhacke. Und zwar eine mindestens aus Eisen. Höhlenspinne habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Aber wir haben zumindest schon mal Fichte. Hallo, ich nenne dich Manni den Eisbären. Hallo, Manni. Oh, Alter. Läuft. Wir haben schon ganz geile Sachen. Ich habe ein bisschen... Nee, Manni, nicht so da richtig ranlaufen. Okay, okay. Er ist jetzt oben. Weil ich habe Angst, dass ich den schlage. Oh, noch ein Lucky Block. Nein, dafür kann ich nichts. Da war eine Spitzhacke. Oh, Mann. Tut mir leid, Leute. Ich bin manchmal ein kleiner Tollpatsch. Falls ihr übrigens Bock habt auf weitere solcher Folgen, dann lasst super gerne einen kleinen Like da. Weil ich dachte mir, okay, in der Vergangenheit haben wir gerne mal ein paar Mods getestet. Ein Schaf! Lass uns doch auch einfach mal ein paar Maps testen. Und bis dato muss ich sagen, macht das echt mega Spaß. Schreibt deshalb eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich würde halt einfach immer gucken, dass ich so ein paar Maps teste. Ich habe eine Spitzhacke. Die ist mega. Effizienz realisiert leider kein Glück. Aber mit 14 Dias... Oh, Junge, was soll ich denn mit einem Ghast? Plagegeist. Warte mal, ich mach mal eine Sache. Ich werde einerseits eine Werkbank und mit der Werkbank werde ich jetzt einmal eine Kiste craften. Weil dann können wir diese ganzen Spawn-Eier, die sind viel zu gefährlich für den Anfang. Also, die packe ich mal alles schön weg hier. Dann packe ich auch, oh, den Goldblock. Warte mal, um uns abzusichern, wäre das gar nicht so schlecht. Manni, ist alles gut bei dir? Oh. Ah, das Schaf hat gefressen. Okay, alles gut. Ich klopfe hier einfach nochmal ein bisschen weiter drauf rum. Also ich würde schon, glaube ich, ganz gerne zu dem, wo es mehr Holz gibt. Aber dann müssten wir so quer laufen. Wir schauen mal. Erstmal gucke ich, was wir jetzt hier eingesammelt haben. Noch ein Spawn-Ei. Ein Ozelot! Eine Schalka. Die Frage ist auch... Oh, sollte ich mir... Kann ich nicht machen. Eine Schere, weil irgendwann wird es Nacht. Und die Nacht ist dann doch ein bisschen gefährlich. Wir bräuchten auch einen Ofen. Was haben wir jetzt? Einen Lucky Block haben wir hier. Eine Lohe. Junge, das ist viel zu gefährlich. Dann lasst uns das mal so machen. Weil wir könnten die Diamanterze jetzt schon platzieren. Die Frage ist halt, ob wir noch an irgendwas mit einer Glücksspitzhacke kommen. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich will erstmal geschützt sein. Ja, ich werde es so machen. Ist ein bisschen risky, aber egal. So, und dann schnappe ich mir die Spitzhacke. Zack, 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 zack. Jetzt niemanden nicht zu doll graben. Puh. Weil sonst plumpsen wir hier runter. Okay, wir haben 14 Stück. So, einmal bitte Brustplatte. Dankeschön. Und dann machen wir uns noch einmal... Was ist besser, Diamant? Ich weiß es nicht. Machen wir einfach Füße. Sehr gut. Und dann nehmen wir doch das Gold. Einfach, damit wir jetzt ein bisschen versorgt sind. Zack. Und dann noch ein Helm. Sehr nice. Dann haben wir zumindest schon mal eine kleine Rüstung. Einmal anziehen. Dankeschön. Stimmt, man müsste sich ja eigentlich mittlerweile auch ein Schild machen. Eisen wäre halt geil. Also das, weil es gibt ja keine Goldschere. Habe ich Eisen? Nee. Eine Hexe. Wir könnten, seht ihr das da hinten? Da ist Eisen. Und dann könnten wir von da aus auch nach links zu dieser Hütte. Ja, lass uns das mal machen. Glaubt ihr, wir haben eigentlich total viel Holz. Wir sollten eigentlich so weit kommen. Ich darf natürlich jetzt bloß hier nicht runterfallen. Warte mal, das ist mir gerade zu risky. Falls ich beim Bauen runterfall, die Rüstung ist mir persönlich aktuell super wertvoll.
Den Rest kriege ich, glaube ich, auch relativ schnell durch den Lucky Block wieder. Durch den One Block. Läuft doch bis dato gar nicht so schlecht. Wie am Anfang schon gesagt, Leute, lasst super gerne einen kleinen Like da, wenn ihr Lust habt auf weitere solcher Folgen. Damit ich so ein bisschen abschätzen kann, ob euch das überhaupt gefällt. Weil ich muss sagen, bis dato macht echt Spaß. Ist eine coole Map. Wir haben auch schon 6 Level. Aber ans Verzaubern denke ich jetzt gerade noch überhaupt nicht. Sag mal, wie weit sind wir denn? Oh, wir sind fast da. Und da unten ist das Eisen. Dann könnte ich zumindest schon mal das Schaf scheren. Ich nehme jetzt hier nochmal die Sachen. Redstone-Block kann ich auch notfalls benutzen. Schwarzeiche. Doch, damit sollten wir auf jeden Fall rüberkommen. Dann hole ich gleich meine Rüstung und dann erkunden wir die Insel. Nice one. Da oben ist auch ein Lucky Block. Okay, dann lasst uns mal schnell zurück. Oh, die Sonne geht schon langsam unter. War der die ganze Zeit schon hier? Okay, bisschen was zu essen. Ja, wir müssen uns beeilen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall die Rüstung, weil wenn jetzt Nacht wird und wir sind noch draußen, ist es einfach zu gefährlich. Ich nehme die Axt und dort drüben... Nein, Manni, lass mich... Nein! Ich wollte das nicht. Ich wollte doch nur durch. Schnell. Oh Gott, es wird dunkel. Lass mich da mal kurz rüber. Zack, sodass wir auf jeden Fall nicht daneben springen. Easy. Hallo. Ich sehe da vorne einen Creeper. Aber auch eine Truhe. Aber wir haben keine Kohle. Okay, warte mal. Ja, explodier. Sehr gut. So, was ist hier drin? Was? Als ob. Guckt euch die ganzen Lucky Blocks an. Das gibt's doch nicht. Oh, da kommen Zombies. Aua. Okay, die klatschen ordentlich rein. Dann lasst uns mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie Kohle bekommen. Wir haben so viele Lucky Blocks. Nein, ich guck dich nicht an. Ich guck dich nicht an. Skelett. Aua. Yo, wie hat der denn... Junge, der hat um die Ecke gesniped. Nein. Ein Gefängnis. Bitte. Okay, man kann das kaputt schlagen. Aua. Aua. Was ist das? Ich hab Gift. Ich hab Gift. Oh Gott. Oh Gott. Bitte. Oh Gott. Nein. Nicht mich umbringen. Okay, ich glaube, wir spielen nicht auf dem krassesten Schwierigkeitsgrad. Sonst hätte uns das schon längst umgebracht. Junge, wie lange habe ich das denn noch? Ich kann diesen Effekt... Jetzt ist es weg. Oh Gott. Alter. Also, das ist auf jeden Fall schwieriger, als ich dachte. Das Gute ist, wir haben hier noch ein bisschen rote Beete, um was zu essen. Aber Hunger haben wir noch nicht bekommen. Wir müssen jetzt hier drin warten. Hallo. Ist ein bisschen dunkel, tut mir leid. So, jetzt einmal rote Beete reinschallern, damit wir komplett vollrecken. Ich glaube, wir könnten jetzt auch wieder raus. Ich höre sie zwar. Nein! Oh, wenn der in mein Loch springt. Das ist nicht gut. Oh, Gott sei Dank. Mann, ich möchte doch nur Kohle. Oh nein! Aua. Alter. Wie viel hält der aus? Warte mal, ich benutze den als Schutzschild. Dass der den anschießt. Jetzt schießt er mich an. Alter, es sind viel zu viele. Ich muss wieder zurück in mein Loch. Okay, ich habe dich gemacht. Warte mal. Vielleicht schaffen wir es, von hier wegzukommen. Wisst ihr, was ich meine? Wir gehen hier im Untergrund. Eisen! Chillig. Alter, viel Eisen. Wir dürfen vielleicht nicht zu tief graben, weil ich weiß nicht, wie tief diese Insel ist. Als ob. Ich wusste es. Hier ist die Map nämlich zu Ende. Einfach nur längs graben. Okay. Oh, hier ist es wesentlich heller. Boah. Die Nacht ist aber zu gefährlich. Hier ist nochmal ein bisschen rote Beete. Aber wir haben bald nichts mehr. Ich guck mal. Lass uns mal hier hochgraben. Ja, genau. Und direkt spawnt einer über mir. Ja, komm hier runter. Bam, Alter. Schlag dich kaputt. Okay. Easy. Okay. Oh ja, genau. 2 Creeper. Ja, komm. Boom. Was wollt ihr? So, jetzt werden Lack... Jawohl. Was sind das alles für Sachen? Schuhe? Nee, brauchen wir nicht. Diamanthose. Absoluter Win. Okay, das war doch schon mal geil. Brauchen wir nicht. Obwohl, warte mal. Redstone-Lampe. Wir müssen sie doch nur mit Redstone powern, oder nicht? Nein! Mama Bär verteidigt ihr Junges. Es tut mir leid. Eisen. Könnten wir für einen Helm gut gebrauchen. Aber die Sachen, die wir wirklich brauchen, sind irgendwie nicht da. Wir könnten aber, was vielleicht gar nicht so schlecht ist, ich hab kein Holz. Wow, wow, warum? Lava. Roher Lachs essen. Wir brennen, wir können uns nicht löschen. Ich hoffe, dass das Feuer uns nicht... Wenigstens bringt die Lava uns Licht. Aber wir brauchen halt, wir haben verrottetes Fleisch. Okay, Glück gehabt. Ups, tut mir leid. Also wir können es auf jeden Fall merken. Na, was ist denn das? Das Redstone. Ich muss doch jetzt nur das Redstone. Es tut mir leid, dass ich hier so ein absolut... Nein. Geh weg.
Gott sei Dank. So, wenn ich jetzt hier Redstone hinsetze, müsste das nicht das powern? Oh nein. Lass mich. Oh, Alter, was war das denn für ein Jump von dem Vieh? Ah, guck mal, Alter, euer Reds, guck mal. Ich bräuchte halt einen richtigen Schalter. Aber war gar nicht so schlecht. Wir müssen gleich zu Hause eine Kiste bauen. Also wir brauchen auf jeden Fall Holz. Oh Gott, oh Gott. Alter. Oh Gott. Ich werde sterben, ich werde sterben. Ich gehe hier in die Ecke. Ich brauche was zu essen. Er ist immer noch da. Nein, ich bin vergiftet. Das Vieh ist immer noch da. Let's go! Oh, ist weg. Okay. Die Spinne greift mich nicht mehr an. Wir können jetzt erstmal wieder nach Hause. Endlich wieder nach Hause. Ist das Schaf noch? Hallo, Mr. Schaf. Uhu. Na? Was geht? Die Lucky Blocks werde ich hier sicherlich nicht benutzen, weil da sind teilweise echt komische Sachen passiert. So, als Reserve packen wir diese ganzen Sachen hier einfach mal weg. Wir brauchen unbedingt Holz. Als ob, ich habe Abbaulähmung. Ja, natürlich. Von diesem Wächter. Warum bist du plötzlich ein Baby? Die hat ein Baby bekommen? Junge, wie geht das? Junge, ich kann so das nicht abbauen. Ich habe so eine krasse Abbaulähmung. Ich werde aber mit dem Andesit, könnten wir uns rüberbauen. Weil da ist ganz viel Holz. Und Holz bedeutet notfalls auch Brennstoff. Ich finde es so krass, dass man... Oh, und da ist auch Kohle. Let's go. Lass uns darüber. Oh, Alter, hier geht echt die Party ab. Das könnt ihr mir glauben. Ich brauche auch einfach Nahrung. Ich habe aber auch noch keine Crops oder sonst was bekommen. Ich habe hier Saplings. Okay, habe ich noch Sachen zum Rüberbauen? Ja, danke. Der Weg war doch eigentlich nicht so weit. Ah ja, da sind wir auch schon. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Nein! Junge, das war so ein Trockenbau. Das war so ein Sandkram. Glücklicherweise, alter Schwede. Let's go. Uff. Okay, aber wir haben wenigstens nicht mehr die Abbaulähmung. Alles easy. Die Lucky an die Lucky Blocks kommen wir auch. Als ob. Diamantspitzhacke. Krass. Ja, danke. Hä? Wo ist denn das? Wo ist der Schaf? Nein. Hat sich das Schaf in den... Das Schaf hat sich in den Abgrund gestürzt, oder was? Oh, was bist du? Tropenfisch. Okay, wir bräuchten aber im besten Falle eine Axt oder so. Ja, warte mal. Wir gehen mal nach da hinten. Versuchen, die letzten Meter zu machen. Öffnen möglichst viele Lucky Blocks. Das kann es auch niemandem erzählen. So, da oben ist ein Lucky Block. Und ich glaube, hier... Irgendwo war doch hier noch einer. Ja. Da gehe ich aber nicht rüber. Ich gehe hier hoch. Kohle. Ey, ohne Witz. Mega geil. Okay, hier sind auch noch welche. Keine Ahnung. War das was Unsichtbares? Ein Pferd brauche ich jetzt nicht. Dann lasst uns einfach mal rüber. Ich habe... Oh, warte mal. Ich habe hier auch noch einen. Zack. Was ist das? Ah, kann man sich damit nicht teleportieren? Also damit wird man so random teleportiert. Da drüben sind Lucky Blocks. Let's go. Aber das, was ich wirklich am dringendsten brauche, ist eigentlich ein Bett. Ich brauche Wolle. Nur verstehe ich nicht, wo sind meine kleinen süßen Schafe? Okay, bitte. Ja, Lucky Blocks. Gib mir. Diesmal werde ich sie alle rausballern, bevor wieder Nacht wird. Kann es sein, dass es schon wieder so aussieht, als würde es Nacht werden? Okay, komm. Machen wir jetzt. Gib mal bitte die Lucky Blocks. Immer ein bisschen Abstand. Ist nie verkehrt. Ein Kuchen. Karotten könnte man anpflanzen. Aber es ist halt nicht das, was ich jetzt für ein Bett brauche. Oh, Wolle? Keramik. Oh, wer bist du denn? Seit wann kann denn sowas da rauskommen? Okay. Der hat sich aber wegteleportiert. Da hinten. Ich sehe doch da ein Schaf. Ja, hier ist ein... Ist das Schaf einfach rübergelaufen? Okay. Schere. Let's go. Bitte. Wolle. Danke. Ist sonst noch ein Mr. Schaf hier? Nee. Einfach weitermachen. Hat sich einfach teleportiert. Chillig. Wir müssen uns beeilen. Okay. Da könnten wir ein bisschen Erfahrungspunkte rausballern. Pferd. Sag mal, was ist denn das... Ich brauche das nicht. Für später werden die sicherlich nicht schlecht. Aber ich bräuchte jetzt erstmal eine Kuh. Federn. Also es ist nichts, was mich jetzt so unfassbar glücklich macht. Nein! Lass mich raus! Oh, Alter. Das hätte ich keine Spitzhacke, hätte mich das umgebracht.
Eisbären, chillig. Na doch nicht schon wieder! Also ich habe das Gefühl, dass die Lucky Blocks auch von Lucky Block zu Lucky Block immer krasser werden. Also im Sinne, dass die mich immer mehr verarschen wollen. Guck mal, ich hau die teilweise kaputt und ich habe Netaquarz, ob sie... Aber ich habe halt nichts zum Schlafen. Ich habe eine weiße Wolle. Oh, warte, hier. Zack. Und wir haben 4. Einmal. Oh Gott, das ist so... Das wäre so gut. Weiße Wolle. Zack, 3. Bisschen Holz. Jawohl. Ich habe ein Bett. Also ich werde auf jeden Fall das Bett hier mal platzieren. Ist besser... Bett ist zu weit weg. Ja, ja. Respawn-Punkt ist zumindest festgelegt. Okay. Ich habe jetzt hier nichts super Wichtiges. Dann lasst uns mal gucken. Oh, eine Enderpearl. Dass wir nochmal zum One-Block gehen, um den weiter abzubauen. Eieiei. Alter, was wir jetzt hier alles erlebt haben. So, komm mal her, Junge. Ich brauche zwar dafür eigentlich die Spitzhacke nicht, weil es das weder langsamer noch schneller macht. Aber ich baue da jetzt einfach mal eine ganz schöne Zeit ab. Ich hätte gerne, obwohl die könnte ich eigentlich auch abbauen, Erde. Dann könnte ich mir hier ein kleines Haus bauen. Und dann da auch... das Bett hinstellen. Das wäre an sich gar nicht so schlecht, aber na, eine Schaufel wäre gut. Ich könnte natürlich schnell einfach eine craften, ne? Ich habe doch das Eisen. Nein, ich habe nur ein... Es reicht! Klar! Junge, was laber ich? Guck mal hier. Ah, Sticks. Mach mal weg. Nee, ich will kein Gas spawnen. Ich habe hier so viel Müll. So, dann warte mal, dann gib mal das her. Zack. So, dann hole ich mir die Eisenschaufel und mit der baue ich da vorne die ganze Erde ab, damit ich was bei meinem One-Block habe. Und vor allen Dingen, da könnte man auch... Warte mal, hier, ich nehme die ganz normale Erde hier. Oh, wir sollten uns auch gleich beeilen. Weil wenn hier Nacht wird, dann ist es ziemlich ätzend. Dann ist es sogar super ätzend. Okay, das sollte genügend sein, um meine Insel zu vergrößern. Ich schlafe erstmal im Bett. Das ist das Wichtigste, bevor jetzt hier gleich Monster spawnen. Ja, da sehe ich sogar auch schon, glaube ich, welche. Hopp, hopp, hopp. Einmal ins Bett legen. Guten Morgen! Warte, dann nehmen wir mal eine Lue. Nee, Lue für später ist ganz gut. Wächterältester, der kann sich mal verpieseln. So, dann hole ich mir nämlich hier das Holz. Ist jetzt nicht unbedingt das Schönste. Aua! Sag mal, warum brennst du denn nicht? Sag mal, aua. Danke. So, komm schon. Wie viel Holz haben wir davon jetzt? 10 Stück. Das könnte sogar zum Teil schon reichen, oder? Lassen wir uns überraschen. Hallo, Baby-Eisbär. Hopp, hopp. Okay, so. Dann schnappen wir uns jetzt erstmal hier die Erde. Boah, mein Inventar ist schon wieder so voll gemüllt. So, erstmal nur diese eine Seite verlängern, wo wir dann auch unser kleines Haus bauen. Okay, hier soll die Bude hin. Schwarzeichenbretter ist schon eher hässliches Holz, oder? Aber egal, wir gucken mal. Junge, da passt... Was ist denn das für ein Haus? Warum bin ich so doof? Da passt ja nicht mal ein Bett rein. Ja, warte. Das gibt's nicht. Sag mal, warum... Alles easy? So passt ein Bett rein. Ich komm... Mann, Alter. Warum habe ich denn nicht daran gedacht? Ich habe ja auch nicht mal... Ich habe ja nicht mal Sand für Fenster. Es ist letztlich... Warte mal. So... Ja, richtig, richtig schönes Haus. Hier nochmal, hier. dann wollte ich eine Tür. Wunderbar. Ui! Das ist ja ein schönes Haus. Mann, da bin ich ja, da fühle ich mich richtig heimisch. So, was bringen die Lucky Blocks jetzt hier? Mann, das ist doch ein Scherz. Oh, Name Tag. Oh, das ist cool. Leute, ich würde sagen, wir haben für heute genügend Abenteuer erlebt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst super gerne ein Like da. Wir haben ein kleines, tolles Haus, haben eine Insel erforscht, beziehungsweise sogar 2. Ey, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, falls ja, lasst ein Like da, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Hier sind noch weitere Videos. Schaut gerne auf paluten.shop vorbei für Mini-Paluten. Und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.